Hallo und willkommen zu einem Review auf meinem YouTube-Channel. Diesmal stelle ich euch die E&L AK-74UN vor, die verkauft wird durch Vegadi. Im Lieferumfang enthalten ist eine kleine Bedienungsanleitung und ein Beschussprotokoll von E&L, eine kleine grüne Kunststoffflasche ohne Inhalt, ein Midcap-Magazin mit 120 Schuss aus Kunststoff, eine 30 Ampere Sicherung und die Waffe selbst. Kommen wir nun zur Verarbeitung. Was soll man sagen dazu? Meistens fange ich so an, dass ich sage, was alles aus Metall ist und dann speziell aus Stahl, aber hier ist es ganz genau andersrum. Hier ist nämlich alles aus Stahl. Das heißt, das Einzige, was hier nicht aus Stahl ist, ist der Echtholzhandschutz, das Magazin und der Pistolengriff aus Kunststoff. Also die Verarbeitung, als ich die Waffe das erste Mal aus dem Karton nahm, da war ich wirklich überwältigt und dachte, ich hätte eine richtige scharfe AK-74 in der Hand. Das Einzige, was ich aber negativ oder was mir halt eben einfach aufgefallen ist, ist, dass hier vorne der obere Holzhandschutz ein bisschen klappert. Der wird hier nur durch den Pin gehalten und das gesamte Gewicht der Waffe, die ist ziemlich frontlastig, hängt hier oder wird gehalten, wenn ihr die Waffe anfasst, an diesen Kunststoffgriff, der natürlich nur ziemlich dünnwandig ist und auf den Motorkäfig aufgeschraubt ist. Und das heißt, der knirscht und knarzt ein bisschen und kann sich leicht hin und her bewegen. Das so zum einzigst Negativen zur äußerlichen Verarbeitung zur Waffe. Die Waffe verfügt natürlich auch über einen Fire Selector, ganz logisch. Das heißt, oben gesichert und in den Positionen, wo er auch sehr schön einrastet, gibt es auch bei AK-Modellen, die da wirklich schwammig hin und her gehen. Hier nicht, der rastet wirklich sehr schön ein. Geht schön straff zu verstellen, das gefällt mir sehr gut, deswegen spreche ich es an. Und ihr habt natürlich bei der kurzen Version der AK noch die Möglichkeit, erstmals hier eine Tragerebenaufnahme und ihr könnt den Schaft umklappen. Das zeige ich euch mal. Dazu müsst ihr einfach den Pin hier reindrücken und dann könnt ihr den umklappen, der rastet hier vorne ein. Und schon könnt ihr die AK vor allen Dingen wesentlich kompakter und schöner führen, wenn ihr das so wollen würdet. Vor allen Dingen aber auch ist der Transport einfach besser, weil die Waffe schön kompakt ist. Zudem verfügt die AK noch über eine Aufnahme von Zieloptiken. Funktioniert mit der Vegadi AK-Mount einwandfrei, die ich hier habe. Einfach aufschieben, den Hebel runter, umklappen und schon habt ihr die Zieloptik hier quasi befestigt auf der AK. Ich habe mich hier für das X-Force Red Dot entschieden, ist preis-leistungsmäßig ganz gut. Hatte ich auch mal ein Review gemacht dazu und ja, könnt ihr so nutzen. Ich habe aber übrigens hier die Schiene von der Vegadi AK Mount gekürzt. Die würde normalerweise noch bis hier hinten hingehen und da hängt es euch fast im Auge. Das nur so zur Info. Intern ist hier eigentlich alles ziemlich interessant und top verarbeitet. Das heißt 18:1 Gears. Und ein Motor mit Neodym-Magneten, auch sehr schnell drehend, sodass hier ein gutes Ansprechverhalten auf jeden Fall herrscht in der Waffe. Die Waffe hat auch, das ist sehr schön, ein verbautes MOSFET, ein Perun-MOSFET standardmäßig. Aber was mir hier nicht gefällt, ist die Verkabelung, die ist extern von dem MOSFET. Ihr habt hier bei der AK sowieso in den oberen Gehäuse wenig Platz für einen Akku, sodass wenn ihr das einfach aufklappt und hier dann noch einen MOSFET mit drin ist,
wenn ihr das aufklappt und hier dann noch, wie gesagt, MOSFET mit drin ist, das befindet sich dann hier genauso an der Knickstelle. Da sind ganz einfach Probleme vorprogrammiert, denn ihr habt hier wenig Platz, der Akku muss hier rein, das MOSFET biegt sich hier rum, dann müsst ihr den Gehäusedeckel noch schließen und da kann es passieren, dass ihr hier das MOSFET beschädigt, einen Kontakt abbricht, das Kabel abbricht oder sonst was auch immer. Das hat mir standardmäßig an der AK und allen E- und L-AKs nicht gefallen. Deswegen hat meine Version hier schon direkt ein Begadi Core EFCS-System. Würde ich euch auch wirklich empfehlen, denn auch die Gewährleistung der Waffe erhöht sich auf 4 Jahre. Und so ein EFCS-System hat auf jeden Fall massig Vorteile. Alleine schon, dass keine Gearbox-Jams mehr möglich sind, dass hier eine Akkuüberwachung drin ist. Das bedeutet, ihr könnt euren Akku nicht tief entladen. Da meldet sich das EFCS vorher und stoppt quasi die Schussfunktion. Und auch einen Überspannungsschutz hat dieses Begadi Core EFCS, sodass ich das auf jeden Fall empfehlen würde, dass ihr das mit einbaut oder einbauen lasst auf jeden Fall. Weil selbst einbauen könnt ihr es nicht, das kann nur Begadi machen, denn das gibt es nicht einzeln zu erwerben. Ja, ansonsten Lauf, ein normaler Messinglauf ist hier drin verbaut und hier wird genutzt ein 6,04 Tuninglauf. Wobei Tuning ist relativ, es ist halt ein 604er Lauf mit einem Maple Leaf Hop-Up Gummi und Omega Tensioner. Das ist natürlich sehr gut, passender Tensioner zum Gummi. Werden wir uns dann mal anschauen, wie die Schussergebnisse sind. Und ja, also intern, denke ich mal, sollte das System funktionieren. Bis auf, wie gesagt, was mir nicht gefallen hat, war das Perron MOSFET, was extern verbaut ist. Das ist so der einzige Wermutstropfen, die E&L-AK hier hat. Wo wir gerade schon dabei sind, um den Akku einzulegen, einfach das Fach öffnen. Sehr gut zur Waffe passt hier der Amex von Begadi 11.1er Lipo 25C. Der hat, soweit ich weiß, 1300 mA und der passt hier sehr gut rein. Den könnt ihr sogar noch ein bisschen hier nach vorne schieben, sodass er nicht rausrutscht oder rausfällt. Zack. Sondern da sitzt er eigentlich schon ganz gut drin. Dann einfach Kabel einstecken. Dann hört ihr das Summen, wie gerade eben. Das ist so eine Statusmeldung vom EFCS-System. Das heißt, da ist alles okay und erst jetzt solltet ihr die Waffe auch benutzen. Und dann die Kabel ein bisschen zur Seite biegen, dass er die nicht einklemmt. Und einfach Deckel zu. So, sodass der Bippus hier wieder rauskommt und schon ist der Akku eingelegt. Um das Hop-Up einzustellen, einfach den Verschluss nach hinten ziehen, dann habt ihr hier den roten Schieberegler. In der Position ist das Hop-Up auf Minimum und je weiter ihr das in die Richtung schiebt, also zum Schützen hin, kriegt ihr mehr Trall drauf. Beachtet aber, dass es bei AK-Modellen sehr schnell zum Verstopfen des Laufes kommen kann, denn der Schieberegler hat einen hohen Radius, wo ihr das Gummi reindrücken könnt und gerade bei dem Maple Leaf Hop-Up Gummi mit Tensioner müsst ihr da vorsichtig sein, also immer vorsichtig verstellen. Und fangt am besten mit der Nullstellung an und arbeitet euch dann langsam nach vorne. Es gibt übrigens auch bei Begadi so einen kleinen Kunststoffspacer, denn wenn ihr hier, wie ihr hier schon seht, ist der hier nur aus Kunststoff, der Einstellhebel. Wenn ich das jetzt verstellen will, biegt er sich immer zwangsläufig nach unten. Das ist auch nicht so schön. Das gefällt mir an den Hop-Up auch nicht. Das hätten sie eigentlich vom Werk aus schon verbauen können. Weil ich kann es jetzt nicht fein verstellen, dann muss ich mehr Druck machen und es ist wirklich nicht so optimal. Ja, das zum Hop-Up, was mir bislang aufgefallen ist, was mir nicht so gefällt. Das Ansprechverhalten ist doch schon wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir. Top. So.
Einziges, was mir auffällt, dass das Magazin hier an der Kante, wenn ihr den Magazin-Auswurfknopf loslasst, das bleibt hier dran hängen. Ich hoffe, ihr seht es. Hier vorne bleibt es dran hängen. Das heißt, ich muss immer noch hier ein bisschen weiter mit drücken. Und dann geht es auch sauber raus. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten sitzen die Magazine sowas von schön stramm hier drin. Das heißt, hier wackelt nichts. Also wenn ich hier, da wackele ich die ganze Waffe mit. Das ist wirklich sehr gut. Bei den meisten AKs wackeln die nämlich wie ein Kuhschwanz und ich kann die hin und her wobbeln. Ist hier aber nicht der Fall. Top. So, E&L AK, 40 Meter. So Freunde, was sage ich als Fazit zur AK-74UN von E&L? Also erstmal top, natürlich die Verarbeitung. Die Waffe sieht aus wie eine echte Waffe und sie fühlt sich auch so an, weil hier ist wirklich alles aus Stahl und magnetisch. Sogar der Schaft vorne ist der Handguard, meine ich, ist aus Echtholz, was sehr gut verarbeitet ist. Auch die Magazine machen einen guten und robusten Eindruck. Das Einzige, was mir aber wie gesagt nicht fällt, gefällt, ist die Verkleidung von den Motorkäfig. Die ist relativ dünn und durch das hohe Gewicht, wenn ihr die Waffe in Anschlag nimmt und bewegt, wackelt ihr halt eben immer mit hin und her. Das ist das Einzige, was mir an der äußerlichen Verarbeitung nicht gefällt. Intern gefällt mir hier das Gearset ja, ganz gut. Es verspricht hohe Haltbarkeit. Der Motor hat ein schnelles Ansprechverhalten, auf jeden Fall. Aber was mir hier nicht gefällt, ist standardmäßig ab Werk das Perro- und MOSFET. Nicht, weil es nicht viel leistet, sondern ich finde es einfach ungünstig platziert hier direkt unter dem schmalen Gehäusedeckel, wo auch noch ein Akku mit rein soll. Also ich hatte die schon mal, die Waffe, und da ist mir das MOSFET kaputt gegangen. Und deswegen habe ich sie jetzt nochmal, aber diesmal mit dem Bugatti Core, was auch mehrere Vorteile hat. So, die Hop-Up-Leistung, deswegen habe ich einen 60 Meter Schusstest gemacht, wobei ich dazu sagen muss, ich habe den Hop-Up
Trall relativ hoch gewählt, also da war schon leichter Cheaterbogen mit dabei, sodass auch Treffer auf 60 Meter sehr gut möglich sind und auch sich wiederholend. Also Präzision und Hop-Up finde ich auch sehr gut. Bis auf die Tatsache, dass dieser kleine Schieberegler sich schnell umbiegt, wenn er das verstellen will. Da gibt es aber, wie gesagt, für 3-4 Euro so einen kleinen Plastik-Bubbel, den man oben einfach reindrückt und dann passiert das auch nicht mehr. Der ist aber stetig ausverkauft. Ansonsten, die Waffe kostet 339 Euro, macht man nichts mit falsch, also 340 quasi. Wenn man da jetzt noch für 60 Euro das MOSFET reinmacht, ist man bei, also das Bugatti Core, ist man bei etwa 400 Euro. Und man hat dann wirklich alles, was man braucht. Die Waffe ist von der Verarbeitung her göttlich, bis auf den Pistolengriff. EFCS schlägt auch das Perron-MOSFET in Ansprechverhalten, vor allen Dingen auch bricht da kein Kabel weg. Ihr habt dadurch mehrere Vorteile, Gearbox-Stems, AD und so weiter. Und dann könnt ihr hier loslegen und habt wirklich einen Begleiter fürs Spielfeld für ja, eine ziemlich lange Zeit. So dass ich auf der die Waffe wirklich zurzeit mit auch für die anspruchsvollste und auch optisch schönste AK finde. Jetzt das, für mich auch dieses Modell, weil sie kompakt und führig ist. Sodass ihr, wenn ihr eine AK wollt, auf jeden Fall auch verarbeitungstechnisch und Sammler euch die E&L-Reihe genauer anschauen solltet und ich hier eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Dann bedanke ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.